dass wir effektiv gespielt haben. Wir haben gut angefangen, haben dann auch gleich das Tor erzielt, was natürlich erstmal geholfen hat, aber im Laufe der ersten Halbzeit haben wir den Faden verloren. Das Tor haben wir mehr oder weniger ein bisschen unglücklich mit vorbereitet und haben die Braunschweiger für meinen Geschmack einfach in der ersten Halbzeit durch unsere Inaktivität mehr ins Spiel gebracht. In der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich ein bisschen aggressiver gegen den Ball spielen. Ist uns das meiner Sicht nicht ganz so hundertprozentig gelungen, haben dann aber das Glück, dass der Simon eben das Tor macht, unterm Strich zufrieden. Ja, ein Stürmer geht in jedes Spiel und geht davon aus, dass er trifft. Das ist ganz einfach so. Man muss in den Situationen da sein. Ich denke, Stani spielt mit dem Ball wieder super rein. Dann bin ich 1-gegen-1 gegen den Torwart und den muss ich dann auch machen. Ne? Dafür bin ich da. Ja, normalerweise muss heute der Bruno Esser hier stehen, finde ich. Er hat ein super Spiel gemacht, hat uns gerade in der ersten Halbzeit ein paar Mal gerettet, wo wir keinen Zugriff so richtig zum Spiel hatten. Das haben wir dann in der Pause geändert. Und ich denke, Mitte der zweiten Hälfte haben wir auch Torchancen wieder erspielt und dann zum Glück auch das Tor gemacht. Ja, natürlich. Also wir haben von vornherein nicht damit gerechnet, dass man sich hier wirklich lustig schaukelnd in Braunschweig über den Platz bewegen kann, um dann noch möglicherweise 3 Punkte mitzunehmen. Wir haben in der Halbzeitpause nochmal angesagt, nachdem wir in der ersten Halbzeit wirklich große Schwierigkeiten hatten im Kombinationsspiel nach vorne, dass wir hier nicht 1, sondern 3 Punkte holen wollen. Und das hat die Mannschaft dann irgendwo mit Leidenschaft, mit Bereitschaft, mit Willen untermauert. Das ist richtig, aber fußballerisch haben wir heute mit Sicherheit nicht eins unserer besten Spiele gemacht. Aber ich erinnere an Aue, da haben wir 5-1 gewonnen, mit Sicherheit nicht gut gespielt. Heute hat auch Leidenschaft und Bereitschaft und teilweise Glück und vor allen Dingen Bruno Esser ausgeholfen, gereicht. Von daher können wir mit diesen Siegen auf diese Art und Weise gut leben. Ja, dafür ist ein Trainer auch da. Der gibt dann in der Halbzeit Hinweise, wie wir haben taktisch umgestellt und ich denke, dann hatten wir wieder mehr Zugriff. Da konnte Braunschweig nicht mehr so einfach nach vorne spielen und zwangsläufig kam dann die Chance für uns. Wenn wir ruhig gespielt haben und auch mal einen zweiten Kontakt genommen haben, dann konnte man auch sehen, welche Qualität wir haben. Ja, ich muss sagen, wir hatten heute in der ersten Halbzeit nach dem Ausgleich schon eine gute Druckphase der Braunschweiger zu überstehen. Da teilweise auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht, hatten trotz allem immer wieder unsere Chancen. Ich denke mal, heute ist der Sieg etwas glücklicher. Aber ja, wenn ich daran denke, dass wir gegen Union Berlin und Greuther Fürth meiner Meinung nach 2 Punkte haben liegen lassen, dann haben uns die heute einmal auf jeden Fall wiedergeholt und so gleicht sich das aus und damit können wir sehr, sehr zufrieden sein. Wir haben ja heute gesehen, dass wir nichts in Grund und Boden gespielt haben, sondern das war harte Arbeit hier. Jeder hat sich reingeschmissen und ja, dann kommt so ein Spiel zustande und zum Glück fahren wir mit den 3 Punkten nach Hause.